Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier im Saal, im Sachsen-Anhalt-Saal der Landesvertretung Sachsen-Anhalt in Berlin und an den Bildschirmen, sei es live während unserer Veranstaltung, sei es später. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Veranstaltungsangebot. Innerhalb der Landesvertretung ist der heutige Abend in der Reihe Deutsch-Deutsche Geschichte zu sehen. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir seit 18 Jahren hier in der Landesvertretung durchführen und das Thema im weitesten Sinne Aufarbeitung der SED-Diktatur hat all die Jahre über bei uns hier eine wichtige Rolle gespielt. Nicht nur, weil wir ein ostdeutsches Bundesland sind, Sachsen-Anhalt, sondern weil wir in dieser Herausforderung der Aufarbeitung eine ganz wichtige Aufgabe im Grunde aller Landesvertretungen sehen. Meine Damen und Herren, heute Abend geht es darum, dass Ihnen ein Buch vorgestellt werden soll von Lothar Rochau, Marathon mit Mauern, ein Titel, der sofort Aufmerksamkeit weckt. Und Sie werden eine Lesung hören und Sie werden Gespräche hören. Und ich bin mir sicher, dass Sie viel Neues erfahren werden, dass Sie gefesselt sein werden von dem, was heute Abend hier vorgetragen wird. Ich möchte insbesondere der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Frau Neumann-Becker, sehr herzlich danken für die Anregung für den heutigen Abend. Und ich werde auch gleich an Sie als der Moderatorin weitergeben. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich's an, hören Sie sich's an und vielleicht kommen Sie auch in Zukunft, wenn wir wieder großes Publikum hier im Saal haben können, wenn Sie in Berlin sind, können Sie vielleicht auch einmal live an einer Veranstaltung in unserer Reihe Deutsch-Deutsche Geschichte teilnehmen. Frau Neumann-Becker, bitte sehr. Sehr herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Schneider, für die freundliche Einladung, hier in Ihrem Hause in Berlin, mitten im Herzen von Berlin zu Gast sein zu dürfen. Ich begrüße für diesen Abend Frau Evelyn Zupke, die Beauftragte des Bundes für die Opfer der SED-Diktatur, die seit dem 17. Juni 2021 in ihrem Amte ist und uns heute Abend im zweiten Teil dieser Stunde zum Gespräch hierher gekommen ist und zur Verfügung steht. Ganz herzlichen guten Abend, Frau Zupke. Und ich begrüße zu meiner Rechten Lothar Rochau, ehemals Jugenddiakon in Halle. In Halle-Neustadt, genau, das muss so viel Zeit muss sein, weil Halle-Neustadt natürlich eine eigene Stadt gewesen ist. Und über diese Zeit seiner Arbeit als Jugenddiakon in der evangelischen Kirche und sein politisches Engagement und die Folgen hat er ein Buch geschrieben, das ich als Landesbeauftragte beim Mitteldeutschen Verlag herausgegeben habe und das in diesem Jahr zur Buchmesse erschienen ist. Und ich freue mich, dass Sie jetzt erst einmal ein Stück lesen werden und das Buch vorstellen. Und im zweiten Teil dieses Abends wollen wir miteinander ins Gespräch kommen. Deshalb übergebe ich jetzt Ihnen, Herr Rochau, das Wort und freue mich auf die Lesung. Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich auch, hier in Berlin im Zentrum zu sein. Berlin ist immer noch mal ein besonderer Reiz in dieser besonderen Stadt mit der Geschichte. Von Ost nach West und wieder zurück. Kurze Einleitung. Am 1. Dezember 1983 sitze ich in einem Bus voller jubelnder Menschen und erlebe am eigenen Leib, Freude muss nicht immer ansteckend sein. Meine Mitfahrer lachen, umarmen sich und vergießen Freudentränen. Warum? Nun, das Fahrzeug hat vor wenigen Sekunden bei Herleshausen die deutsch-deutsche Grenze passiert. Kurz danach sind über das Bordmikrofon die Sätze erklungen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich im Namen des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland begrüßen. Sie sind jetzt frei. Na, wenn das kein Grund zum Jubeln ist. Frei, in der Tat, ich war frei. Nachdem ich zuvor seit meinem 16. Lebensjahr bespitzelt worden war und 6 Monate im berüchtigten Stasi-Knast Roter Ochse in Halle an der Saale gesessen hatte, war ich frei. Und doch konnte ich mich nicht freuen.
Während sich der Bus seinem Ziel, dem Aufnahmelager Gießen, näherte, stumm saß ich auf meinen Sitz und wenn ich wie meine glücklichen Mitfahrer eine Träne vergossen haben sollte, ich erinnere mich jedenfalls nicht mehr, ob es so war, dann war es auf jeden Fall keine Freudenträne. Ja, ich war frei, aber ich hatte dafür mein Land verlassen müssen. Meine Ehefrau, meinen 7 Jahre alten Sohn, meine Freunde und Gefährten, dieser Verlust und das quälende Gefühl der Endgültigkeit wogen in jenem Moment schwerer als der Gewinn von Rede- und Reisefreiheit. Manch einer mag dies verwunderlich finden. Noch verwunderlicher mag er freilich finden, dass ich knapp 6 Jahre später und ohne langeres Nachdenken Folgendes tat. Am 9. November 1989, ein Tag also nachdem am 10. November 1989, ein Tag also nachdem Günter Schabowski mehr oder weniger versehentlich die Berliner Mauer und damit die Grenzen zwischen der DDR und der BRD geöffnet hatte, reiste ich zurück nach Halle an der Saale. Zurück in meine Heimatstadt. Ich tat dies, obwohl ich seit meiner Ausreise aus der DDR sage und schreibe 37 Familienmitglieder und Freunde in den Westen nachgeholt hatte. Unnötig zu erwähnen, dass kein einziger von ihnen meinen Schritt nachvollziehen konnte. Meine Frau, mein Sohn, meine Eltern, sie alle waren alles andere als begeistert, zumal ich sogar erneut die Staatsbürgerschaft der DDR annahm. Am 29. März 1990 hielt ich den kleinen blauen DDR-Ausweis wieder in den Händen. Knapp 5 Monate nach dem Mauerfall, gut 6 Monate vor der Wiedervereinigung. Mein deutsch-deutsches Leben, von Ost nach West und wieder zurück, ab und zu staune ich selbst noch darüber. Was hat mich zum Wanderer zwischen den beiden Deutschlands gemacht? Und was haben diese Wanderungen mit mir gemacht? Davon will ich erzählen. Von meiner Kindheit in Thüringen, von meiner Zeit in der NVA, der DDR-Armee, von meiner Arbeit als Diakon in der Kirchengemeinde Halle-Neustadt, jener neuen Stadt der Chemiearbeiter. Zwangsläufig muss ich auch erzählen von Vertrauen und Verrat, übrigens in Ost und West, von Verhaftung und Verhören, natürlich auch von den Welt- und zumindest die DDR bewegenden Ereignissen, von meiner Kirche und auch von ihrem Verrat an meiner Person. Von den Jahren nach der friedlichen Revolution als Leiter des Jugendamtes in der größten Stadt Sachsen-Anhalts und von 9 Enttäuschungen, die mich nur deshalb nicht haben verzweifeln lassen, weil ich aktiv am Aufbau neuer Strukturen im Osten mitarbeitete. Und schließlich auch von meinen Läufen. Hunderte, ach was, Tausende von Kilometern bin ich gerannt, seit ich um die Jahrtausendwende meinen ersten Marathon lief. Anfangs geschah dies einfach aus der Notwendigkeit abzunehmen. Aber schnell merkte ich, dass ich die Monotonie des Laufens in eine regelrechte Form der Meditation umwandelte. Heute vergeht keine Woche, in der ich nicht wenigstens zwischen 50 und 70 Kilometer absolviere. Und auch von meinem jüngsten großen Abenteuer auf den afrikanischen Kontinent will ich erzählen. Mein 60. Geburtstag nahm ich zum Anlass, eine Stiftung zu gründen. Der Einfachheit halber gab ich ihr meinen Namen. Die Lothar-Rochau-Stiftung unterstützt ein Diakoniezentrum in Tandala in Tansania, knapp 1000 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Dar es Salaam. All das kommt mir vor wie eine große Reise oder auch wie mein ganz persönlicher Lebensmarathon. Auch heute noch muss ich oft an den Dezemberabend im Jahr 1983 denken, als ich im Bus mit dem Ziel Freiheit saß. Blutrot ging an der innerdeutschen Grenze die große Wintersonne unter. Das Bild hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Jetzt, mit 69 Jahren, fühle ich mich angekommen, aber längst noch nicht am Ziel. Soweit die Einleitung. 1952 in Weißensee, Thüringen geboren, Vater Parteisekretär, Mitglied der SED, Genosse überzeugt. In dem Ort lebte auch eine Zeit lang der Pfarrer Oskar Brüsewitz als Schuhmachermeister. Normale DDR-Sozialisationshändler,
viel Sport in der Jugend gemacht, in der Kindheit, Jugendzeit, später ab 16 Jahren sich lange Haare wachsen lassen, Rockmusik, Bluesmusik, Tremper, alles das, was man so kennt an der Stelle. Und irgendwann ganz schnell, der Vater kannte den Leiter vom Wehrkreiskommando, der Junge muss zur Armee, Eggesin, Torgelow, Spechtberg. Schlimmste Gegend. Anderthalb Jahre Grundwehrdienst. Später bin ich von der Stasi bei den vielen Verhören über Monate immer gefragt worden, Rocha, wo kam denn der Bruch? Du kommst da aus dem, oder sie kommt da aus einem ordentlichen Elternhaus. Ich sage, ja, die Nationale Volksarmee mit ihrem bedingungslosen Befehls- und Gehorsamsystem bis hin zu dieser sogenannten EK-Bewegung hatte da seinen Anteil, dass dieser Bruch war. Ich konnte nicht verstehen, wie ein Staat so mit seiner Jugend umgeht. Nach dem Abschluss der Armee Versuch als Werkzeugmacher und später eine Schule zu besuchen, nochmal um eine weitere Entwicklung zu machen, klappte nicht, bin ich zur evangelischen Kirche. Wollte zuerst arbeiten mit geistig Behinderten, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, in Neinstedt, Ostharz, Quedlinburg. Dort dann später eine vierjährige Diakonschule absolviert in Neinstedt und Eisenach. 1977 nach Halle-Neustadt gekommen. Die Gesellschaft verändern. Schon Anfang 1978, also wenige Monate nach meinem Dienstbeginn, hatte ich pro Woche mit rund 200 jungen Menschen zu tun, die zwischen 16 und 27 Jahre alt waren. Höchstens 5% waren konfessionell gebunden. Die größte und aktivste Gruppe in der offenen Arbeit der evangelischen Kirchengemeinde Halle-Neustadt bildeten Lehrlinge und junge Facharbeiter aus den großen Chemiebetrieben Buna-Leuna. Recht schnell baute ich mir einen aktiven Kreis an Ehrenamtlichen auf, der auch im Laufe der Jahre zum Freundeskreis wurde. Noch im Herbst 1977 organisierten wir einen großen alten Bauwagen. Gemeinsam machten wir ihn uns zurecht, diskutierten leidenschaftlich darin, hörten Musik vom Band, rauchten Karo und tranken Tee oder Bier. Der offene Abend am Freitag begann gegen 19 Uhr, oft mit einer Meditation in der Kirche und endete nicht selten weit nach Mitternacht. Oft brachten Teilnehmer ihre Musikinstrumente mit, um für unsere Werkstatttreffen zu proben. Dienstag veranstalten wir regelmäßige thematische Abende. Dabei durfte die bisher geltenden Konventionen, Doktrin und Schulmeinung ausdrücklich hinterfragt werden. Ständig neu hinterfragt wurde auch die eigene persönliche Risikobereitschaft und Zivilcourage. Wir sprachen über unsere Vision, die offene Gesellschaft. Folglich sollte diese Offenheit in unserer eigenen Arbeit sichtbar werden. Worum ging es uns? Um Veränderung der Gesellschaft. Worum ging es uns nicht? Um die Abschaffung des Sozialismus. Fertige Konzepte waren uns suspekt. Wir verstanden uns nicht als Betreuer von Betreuten, sondern als eine gemeinsame Suchbewegung. Und gesucht wurde der sagenumwobene Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Unser Anspruch war, alles, was mit unserem Leben zu tun hat, gehört auch in die offene Arbeit der evangelischen Kirche. Dies galt übrigens nicht nur für uns, sondern auch für die wenigen anderen offenen Zentren der offenen Arbeit, etwa in Jena, Erfurt, Dresden, Gera, Schwerin und natürlich Braunsdorf, wo Walter Schilling war. Entsprechend groß war das Spektrum der Themenkomplexe, mit denen wir uns inhaltlich auseinandersetzten. Gerechtigkeit, Abrüstung, Bewahrung der Schöpfung, Gewaltlosigkeit und Frieden. Revolutionäre und emanzipatorische Ansätze des historischen Jesus und anderer Religionsstifter. Gesellschaftliche Veränderungen in der DDR und deren Folgen. Fragen nach der Entfremdung des Menschen. Hierzu gehörte auch die Themen Konsum- und Zivilisationskritik. Die ökologische Krise, ja, die spielte schon damals eine wichtige Rolle. Buna-Leuna braucht nicht viel zu sagen, 17, 18 Jahre. Wir veranstalteten Philosophiekreise und hatten eine Lesebühne ins Leben gerufen.
Bei Werkstatttreffen als besonderer Form des Gemeindefestes in der offenen Arbeit tauschten wir uns zweimal im Jahr mit anderen Gruppen aus der gesamten DDR auf. Wir bauten die ersten vernetzten Strukturen auf. Offene Arbeit. 1978, also dieses Jahr, trat eine weitere wichtige Person in mein Leben, Helmut Hartmann. Er wurde neuer Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Halle. Außerdem war er Pfarrer in der hallischen Paulusgemeinde. Helmut Hartmann wurde am 6. Februar 1932 bei Hettstedt im Mansfelder Land geboren. Bevor er nach Halle kam, war er unter anderem Pfarrer in Martin Luthers Geburtsstadt Eichleben. In einem Nachruf an den 2016 verstorbenen Helmut Hartmann schreibt der heutige Superintendent Hans-Jürgen Kant: In seiner, in Klammern Hartmanns, Superintendentenzeit fielen die Ereignisse um die offene Arbeit in Halle-Neustadt. Helmut Hartmann hat unter den Entwicklungen, die bis zur Entscheidung des Kirchenkreises führten, sich von Jugenddiakon Lothar Rochau zu trennen gelitten. Jemand hat einmal gesagt, Helmut Hartmann war der größte Fan der Arbeit von Lothar Rochau. Die Arbeit in den Neubaugebieten von Halle wurde für Helmut Hartmann schnell zu einem Schwerpunkt kirchlicher Arbeit. Besonders in der Anfangszeit von seiner Berufung in den Jahren 78 bis 81 haben sich der Superintendent und der auch ebenfalls ins Amt gekommene Stadtjugendpfarrer Siegfried Neher hinter unserem Engagement der offenen Arbeit gestellt. Es gab zwar konzeptionelle Anfragen und Diskussionen zur Form der Arbeit, aber inhaltlich und vor allem kirchenpolitisch stand ich den Pfarrern aus Halles Altstadt näher als meinen Kollegen in der Neustadt. Nach der friedlichen Revolution von 1989, den Begriff Wende mag ich nicht, er stammt von Egon Krenz und war wohl auch deshalb unter Bürgerrechtlern eher nicht gebräuchlich, erzählte mir Helmut Hartmann, er selbst sei schon lange vor seinem Dienstantritt in Halle in einen operativen Vorgang vom Rat des Bezirkes als Staatsfeind eingestuft worden. Ich war froh über Hartmanns Ankunft, zumal mich zunehmend eine gewisse Überheblichkeit meiner Gemeinde gegenüber den Gemeinden aus Halle störte. Leitende Mitglieder und einzelne Pfarrer waren der Meinung, nicht nur auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, sondern auch in einer säkularisierten sozialistischen Gesellschaft über die überzeugenderen Konzepte im Umgang mit dem real existierenden Sozialismus zu verfügen. Und unsere offene Arbeit wurde sogar noch von höherer Stelle ganz offenbar für gut und richtig befunden. In einem sogenannten Visitationsbericht schrieb der damalige Bischof Dr. Werner Krusche am 12. September 1980 über eines unserer Werkstatttreffen: Lothar Rochau kümmert sich gerade um diese Gruppe von Jugendlichen, die nirgendwo richtig zu Hause sind, sich von niemandem wirklich angenommen erfahren, alleingelassen von den angepassten Erwachsenen. Ich denke doch, dass Jesus sich über diese Arbeit freut. Vielleicht besonders. Wir wünschen uns, dass die staatlichen Stellen erkennen, dass hier eine gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet wird, die sonst keiner tut und die es nicht verdient, mit Misstrauen betrachtet zu werden. Als bedrückende Frage bleibt: Wie soll ein einzelner hauptamtlicher Mitarbeiter diese Arbeit tun, wenn von ihm auch noch sogenannte normale Jugendarbeit verlangt wird? Nur 6 Wochen später indes, nach diesem Visitationsbericht von Werner Krusche, erklärten die Verantwortlichen der Gemeinde von Halle-Neustadt die Werkstatttage, also die Höhepunkte unserer offenen Arbeit, auf dem Gelände der Kirchengemeinde Halle-Neustadt in Passendorf für abgesetzt. Was ist das Wort eines Bischofs noch wert? Fragten sich damals nicht nur die engagierten jungen Leute aus dem Vorbereitungskreis. Und es wurde nicht besser. In Vor- und Nachbereitung der 4. Werkstatttage gab es eine sogenannte enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Staat und Kirche. Der Stellvertreter Inneres beim Rat der Stadt Halle-Neustadt, der Referent für Kirchenfragen beim Rat des Bezirkes Halle und die hauptamtlichen Pfarrer und Teile der Gemeindeleitung trafen sich regelmäßig zu Aussprachen. Es war ein erster Teilsieg gegen die offene Arbeit. Mehr noch, die Vertreter beider Gremien forderten eine Absetzung unserer überörtlichen Werkstatttage. Dieser erfolgreiche Eingriff staatlicher Stellen in die offene Arbeit der evangelischen Kirche war in dieser Form bislang einmalig. Ich fragte mich,
Wie konnte eine evangelische Kirchengemeinde, die sich immerhin auf die Tradition eines Dietrich Bonhoeffers berief, zulassen, dass Mitarbeiter eines diktatorischen Staatsapparates und eines Geheimdienstes versuchten, die inhaltliche Ausrichtung eines Kirchentreffens zu bestimmen? Hatte die Gemeinde überhaupt noch die Definitionsmacht über ihre eigenen Angelegenheiten? Immerhin, der Kreiskirchenrat stellte sich deutlich erkennbar hinter unsere Arbeit und ermöglichte die nächsten Treffen in der Altstadt von Halle, namentlich in der Christusgemeinde und in der Luthergemeinde. Doch trotz dieses Bekenntnisses des Kreiskirchenrates war der Staatssicherheit ein weiterer Schritt im Zersetzungsprozess gelungen. Später erzählte mir Helmut Hartmann oft, wie enttäuscht er damals vom Verhalten der Gemeinde Halle-Neustadt war. So wanderte die offene Arbeit schon knapp 2 Jahre nach ihren Anfängen immer mehr in Halles Altstadtgemeinden aus, um ihre wichtigen Großveranstaltungen und Feste weiterhin feiern zu können. Für seine Unterstützung bin ich Helmut Hartmann noch heute dankbar. Ich kürze jetzt ab. Die ganze Sache eskaliert immer mehr. Die Vernetzung indes ist nicht mehr aufzuhalten unter den offenen Gemeinden in der ehemaligen DDR. Wir treffen uns nicht nur bei den Bluesmessen von Eppelmann. Wir treffen uns nicht nur bei den Veranstaltungen von Schuhen im thüringischen Raum, Jena bzw. in Rudolfstadt, wo der Walter Schilling und der Uwe Koch damals arbeiteten, nicht nur bei Frieder Borgert im Dresdner Bereich, sondern es war an vielen Stellen sichtbar, diese offene Arbeit geht die ersten Schritte nach außen. Und das war natürlich für die Staatssicherheit und ihre Mitarbeiter, insbesondere den inoffiziellen Mitarbeitern, eine besondere schwierige Situation. Ich erinnere daran, in der Kirchenprovinz Sachsen, in der Kirchenleitung, waren immerhin 3 hochkarätige IMs. Der entscheidende, der auch in meinem Fall und in der gesamten Sache der offenen Arbeit damals eine Rolle gespielt hat, war Dr. Detlef Hammer, Offizier im besonderen Einsatz, Konsistorialpräsident, später Oberkonsistorialpräsident, der zuständige Jurist, die rechte Hand des Bischofs. Parallel dazu seine Freundin, Anführungsstriche, Frau Marion Staude, Kirchenrätin, und dritte, der spätere Pressepfarrer, ein Herr Kapiska. Man muss sich das mal deutlich machen in der Kirchenleitung. Dazu kam, dass Wolfgang Schnur, den ich 1978 kennenlernte, weil er Freunde von mir, die total verweigert hatten, zu 2 bzw. 3 Jahren Knast verurteilt worden sind, und er war ja einer der wenigen, der damals diese Totalverweigerer verteidigte an der Stelle, dann später den entscheidenden Auftrag bekommen hatte, mit allen Mitteln zuzusehen, dass der Rochau von dieser sozialistischen Neubaustadt, Halle Neustadt, die de facto die kleine DDR in der DDR war, eine Art Labor für den neuen sozialistischen Menschen, was immer das sein sollte, der sozialistische Mensch. Und genau in dieser Stadt, mit diesem Riesenanspruch, gibt es diese offene Arbeit. Und das war natürlich ein Einsatz. Viele haben später gefragt, wieso lief das in Erfurt anders? Wieso lief das in Jena anders? Ja, man muss wissen, welche Bedeutung diese Neubaustadt, Halle Neustadt, hatte. Und dann ausgerechnet in einer solchen Stadt beginnen dort Leute, die sich mit Menschenrechtsfragen, die sich mit Friedensfragen, die sich bis hin zu grundsätzlichen Problemen dieser Gesellschaft, neben all den sozialdiakonischen Aktionen, die natürlich immer genauso mit dabei waren. Der Tag der Verhaftung. Am 23. Juni 1983 war es soweit. Ich war ein Dreivierteljahr vorher von meiner Kirche entlassen worden, obwohl es genug warnende Stimmen gegeben hat. Wenn der Rocher entlassen wird, ist klar, was dann passiert.
An jedem Donnerstag schrillten kurz vor 6 morgens unsere Klingel. Es folgte ein heftiges Pochen gegen die Tür. Ich öffnete. Ein Mann stellte sich als Mitarbeiter des MFS vor und forderte mich im Befehlston auf, mit in seine Dienststelle zu kommen, zwecks Klärung eines Sachverhaltes. Der Mann war nicht allein, neben ihm standen einige Frauen und Männer in Zivil. Man befahl mir, die nötigen Sachen einzupacken. Ich fragte nach einem Hausdurchsuchungsbefehl. Doch der vermutliche Leiter der Aktion, ein gewisser Hauptmann Feustel, antwortete, es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Hausdurchsuchung. Dass dies eine glatte Lüge war, sollte sich noch am selben Tag bestätigen. Nur einen Tag nach meiner Verhaftung schrieb ein Oberstleutnant Manfred Eschberger einen Bericht, der unter anderem an den Minister für Staatssicherheit Erich Mielke und seine Stellvertreter Generalleutnant Rudi Mittig und Generalleutnant Gerhard Neiber ging. Darin bestätigt er, dass mein Haus durchsucht und diverse Schriften, Materialien und persönliche Gegenstände sichergestellt worden seien. Außerdem wird in dem Bericht erwähnt, dass er es noch am gleichen Tag ein Gespräch mit Bischof Krusche in dessen Amtsräumen in Magdeburg gegeben habe. Auch Oberkirchenrat Dr. Schulze habe daran teilgenommen. Wörtlich heißt es da, im Verlauf des Gespräches brachte Bischof Krusche zum Ausdruck, dass die Angelegenheit Rochau für das Verhältnis zwischen Staat und Kirche keine Bedeutung habe und er auch in dieser nicht beabsichtigte Aktivitäten zu entwickeln. Zwischenzeitlich vorliegende inoffizielle Erkenntnisse bestätigten ebenfalls diese Ansicht. Hier zeigt sich übrigens auch die fleißige und ertragreiche Zuarbeit von 3 hochkarätigen Stasi-Spionen in der obersten Kirchenbehörde, Klammern Konsistorium, der damaligen Kirchenprovinz Sachsen, mündeten in einen vollen Erfolg der SED. Die mein Haus beschlagnahmten Texte, Materialien sowie umfangreiche Spitzelberichte bildeten später die Grundlage der monatelangen Verhöre in der Stasi-U-Haft. Natürlich war mir an jenem frühen Morgen des 23. Juni 1983 zuvor klar, dass es jetzt in die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit ging. Und das hieß in den Roten Ochsen. Das alte Gefängnis von Halle. Dort wurde ich der Abteilung 9 der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit zugeführt. Verhörmethoden etc. lasse ich jetzt aus, kann man nachlesen, teilweise bekannt. Ich wurde circa 6 Wochen von Offizieren der Bezirksverwaltung 9, Abteilung 9, von Halle vernommen. Nachdem das nicht mundete, holte man dem Verhörspezialisten einen Joachim Groth aus Berlin. Groth, der Verhörspezialist, er hatte zuvor, da hat er sein Lehrstück gemacht, Rudolf Baruch, lange vernommen, und war der Neffe von Guillaume. Mann mit einem besonderen Lebenslauf, ich habe nach 1990 mit Dr. Frank Eigenfeld, einem guten Freund aus Halle, bin ich in die Umweltbibliothek und wir haben 6 Stunden mit ihm gesprochen. Das ist aber ein anderes Thema. Groth. Dieser Herr Groth war ab jetzt Untersuchungsführer in Kooperation natürlich insbesondere mit Wolfgang Schnur, der erst 6 Wochen vor Prozessbeginn das erste Mal bei mir in der Zelle war, obwohl er mein Verteidiger war. Am 5. September der Prozess. Am 5. September 1983 begann der Prozess gegen mich vor dem 1. Strafsenat des Bezirksgerichtes Halle. Zusammen mit mir saß auch Dietmar Funke auf der Angeklagebank, ein ehemaliger Richter am Bezirksvertragsgericht. Auch wenn die Formalien der Strafprozessordnung in der Verhandlung peinlich genau eingehalten wurden, natürlich war der ganze Prozess eine einzige Farce. Das Strafmaß stand bereits vor Eröffnung fest. Der Prozess dauerte 5 Tage. Für einen damaligen politischen Prozess war das außergewöhnlich lange. Eine umfangreiche Beweisaufnahme war schließlich nicht mehr nötig. Es gab ja bereits die Geständnis in Anführungsstriche samt Zeugenaussagen der Abteilung 9.
Die wichtigste Aufgabe der Stasi bestand jetzt darin, jedwede Störung im und außerhalb des Gerichtsgebäudes am Hansaring zu verhindern. Der Verhandlungssaal war zwar voll mit Beobachtern, aber eine echte Öffentlichkeit war natürlich voll ausgeschlossen. Eine Störung wäre auch gewesen, wenn wir Angeklagte uns offensiv und aktiv in die Verhandlung eingebracht hätten. Auch dies galt es im Keim zu ersticken. Wir sollten einfach als Feinde des Sozialismus verunglimpft und vorgeführt werden. Mir selbst ging der Prozess an die körperliche Substanz im wahrsten Wortsinn. Ich verlor in jenen Septembertage sage und schreibe 10 Kilo an Körpergewicht. Die federführende Oberrichterin Frau Skorupski und ihre beiden Laienrichter Katzler und Eilfeld waren nur Statisten in diesem Trauerspiel, für das die Stasi bereits das komplette Drehbuch geschrieben hatte. Ein echtes Interesse am Fall konnte ich jedenfalls nicht erkennen. Dabei stand ja auch ein Berufskollege vor Gericht. So war denn auch keine Beeinflussung oder Steuerung des Gerichts durch das Ministerium für Staatssicherheit nötig. Die Organe der Justiz funktionierten im vorauseilenden Gehorsam. Unser beider Rechtsanwalt Wolfgang Schnur tat immerhin etwas couragierter auf. Nach außen hin. Tatsächlich trieb er sein widerlichstes Spiel, hatte er doch dafür Sorge zu tragen, dass alles schön hinter den Kulissen der Öffentlichkeit blieb. Seine ganze Heuchelei zeigte sich gleich am ersten Prozesstag. Ich wurde als Erster gegen 7.30 Uhr gleich einem Schwerverbrecher mit Handschellen etc. in den noch leeren Gerichtssaal geführt. Einer der zwei Beobachter nahm mir die Handschellen ab. Wenige Minuten später kam Wolfgang Schnur mit gequälter Miene in den Raum und begrüßte mich leise. Doch anstatt auch nur im Geringsten auf meine drängsten Fragen einzugehen, sagte er: Bruder Rochau, lass uns beten. Ich wurde zu 3 Jahren Knast verurteilt. Das habe ich nicht akzeptiert. Habe eine leidenschaftliche Rede vor Gericht gehalten. Natürlich waren ja nur Offiziersschüler bzw. Lernende der Stasi im Gerichtsgebäude und habe zu Schnur gesagt, das akzeptiere ich nicht. Wie bitte? Ich sage, ich akzeptiere das Urteil nicht. Ich möchte es von der letzten Rechtsinstanz der DDR bestätigt haben, dass ich ein Staatsfeind bin, weil ich meine Verfassungsrechte, Stichwort Meinungsfreiheit und so weiter, wahrgenommen habe. Es ging zum obersten Gericht. Das oberste Gericht lehnte die Revision als unbegründet ab. Die Sache ging zurück und ich ging auf Transport nach Cottbus. In Cottbus erlebte ich eine unschöne Situation mit RT. RT, einer der bekanntesten sogenannten Erzieher, wie man die Justizvollzugsbeamten, wie man heute sagt, nannte. Roter Terror war berühmt berüchtigt für seine Brutalität, insbesondere an den sogenannten Frischlingen, die da in den Knast kamen. Ich erlebte gleich am 4. Tag eine Szene beim Arzt und ich antwortete auf eine Frage mit okay. In dem Moment bekam er einen Tobsuchtsanfall, versuchte mich in eine Ecke zu drängen, um zu schlagen. Ich wusste aber, ich hatte das in den ersten 3 Tagen erfahren, lass dich nie mit RT alleine ein. Daraufhin brüllte ich zurück, das wirst du noch bereuen. Dieses Brüllen eines Häftlings ihm gegenüber muss ihn jedenfalls davon abgehalten haben, zu schlagen. Nach dieser Situation kam ich sehr schnell nach Karl-Marx-Stadt ins sogenannte Vogelhaus Kassberg, das größte Stasi-U-Haftgefängnis in der ehemaligen DDR, und wurde in einer Nacht- und Nebelaktion dann in den Bus gesetzt und gemessen.
Alles andere ist soweit bekannt. Ich sehe die Uhr, ich sehe, dass Disziplin gefordert wird und muss jetzt an der Stelle aufhören. Ganz kurz noch, ich war 17 Jahre Jugendamtsleiter, habe es nie bereut, den Weg zu gehen, zurückzugehen. Natürlich habe ich Wunden davon getragen, aber das können Sie im Buch nachlesen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, lieber Lothar Rochau, für die Einführung in dieses Buch. Es ist im Mitteldeutschen Verlag erschienen in diesem Frühjahr und es ist ein Buch, und da geht jetzt auch meine erste Frage in diesem Gespräch mit Ihnen, Herr Rochau, und mit Frau Zupke hin. Es ist ein Buch, das nicht nur einfach ein Erinnerungsbuch ist, sondern das ist ja ein Buch, in dem Sie sehr intensiv mit den Akten aus dem Archiv der Staatssicherheit gearbeitet haben, auch, und auch mit Kirchenakten. Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas sagen. Wie umfangreich ist das? Was haben Sie gefunden? Sie haben einige IMs angesprochen, also sozusagen Fundstücke, aber so mal drauf geschaut, was haben Sie da eigentlich gefunden? Also rund 10.000 Seiten, 4 Operativvorgänge, zig sogenannte operative Personenkontrollen, andere Sachen, 91 IMs, 91 Menschen, die mein Leben, natürlich auch die Westzeit über, an der Stelle. Warum dieses Buch und warum diese Sachen? Ich habe bestimmt 150 Vorträge davon, den weitaus überwiegenden Teil in Schulklassen gemacht. Ich habe viele, viele gute Gespräche in den Schulen gehabt. Und immer kam dann hinterher, sagen wir mal, Herr Rohrer, können wir das nachlesen? Und da habe ich gesagt, ihr seid doch die Generation des Internets. Da steht einiges drin. Aber ein Buch ist ein Buch. Und da habe ich mich irgendwann hingesetzt und gesagt, ich muss es einfach aufschreiben. Zweitens ist mir wichtig die Stadtgeschichte von Halle. Ich bin seit 77 leidenschaftlicher Hallore. Mir ist es ganz wichtig, dass das nicht verloren geht in der Stadtgeschichte. Und das Dritte ist natürlich auch ein Stück Familiengeschichte. Weil natürlich ich mich immer geärgert habe, dass über meine Großeltern und ihre Rolle beispielsweise im Nationalsozialismus ich selten Antworten bekommen habe, wenn ich da gefragt hatte. Und ich wollte, dass das nicht später auch wieder passiert. Und sie sagen, na, was war denn mit dem verrückten Großvater? Was war denn damals mit denen? Warum, wie hängt denn das zusammen? Und drum ist dieses Buch auch ein Stück entstanden, immer im Zeitbezug. Also was war damals 84? Oder was war mit der Biermann-Geschichte oder mit Oskar Brüsewitz oder solche Dinge? Ganz herzlichen Dank. Das bedeutet, dass das Stasi-Unterlagenarchiv eine wichtige Hilfe gewesen ist und bestätigt sozusagen auch noch einmal die Aufgabe und die Bedeutung der Stasi-Unterlagen, auch die eigene Geschichte, der eigenen Geschichte auf die Spur zu kommen. Ich schlage noch einmal das Buch auch auf und man kann dann auch sehen, dass wir in diesem Buch auch Quellen abgedruckt haben, mit aufgenommen haben, die man auch einigermaßen lesen kann. Sodass man zum Beispiel die erste Seite vom Urteil hat oder Beobachtungsprotokolle oder eben auch Fotos, die das sehr deutlich machen. Lothar Rochau, Sie sind ein rehabilitierter, verurteilter politischer Gefangener. Das ist ja das, was nach 1990 wichtig war, dass diejenigen, die zu Unrecht in Haft gekommen waren, dann auch, dass deren Urteile dann auch aufgehoben werden konnten. Ich gehe davon aus, dass das für Sie ein wichtiger Prozess gewesen ist, dieses Urteil aufheben zu lassen. Könnten Sie dazu noch etwas sagen? Ja, das ist zweierteil. Es war ein Richter Schwarz am Landgericht Halle,
der als einer der ersten damals mich rehabilitiert hat. Der Hintergrund war ganz einfach. Ich bin am 1. Dezember 1990 als Jugendamtsleiter in der Stadt Halle an der Saale berufen worden. Und wenn man im öffentlichen Dienst ist, darf man natürlich nicht vorbestraft sein. Demzufolge musste das Urteil rehabilitiert sein. In dem Urteil dieser Rehabilitierung ist deutlich vermerkt, dass man mit dem Urteil damals nicht nur gegen rechtsstaatliche Grundsätze, wie wir sie heute kennen, verstoßen hat, sondern gegen die eigenen Gesetze und die Verfassung der DDR. Das ist einer der entscheidenden Punkte, dass das Urteil damals gegen die eigenen Gesetze verstoßen hat. Zweitens, irgendwann habe ich versucht, Richter, Staatsanwälte und andere Leute aufzusuchen. Es ist keiner zu mir gekommen. Ich bin zu den Leuten hingegangen. Egal, ob das Stasi-Leute waren, meine Anwalt und so weiter und so fort. Ja, und da bin ich auch zu der Richterin oder habe versucht, mit der Richterin ein Gespräch zu machen. Mit dem Staatsanwalt ist es mir geglückt, ist heute als eine interessante Audiodatei im Roten Ochsen in der Gedenkstätte. 35 Minuten, 3 Monate später nach dem Interview war er tot. Das war 90 im Juli, Gott sei Dank ist das gemacht worden. Und diese Richterin hat sich verleugnen lassen. Und weil mir das nicht gepasst hat, habe ich den Generalstaatsanwalt des neuen Bundeslandes Sachsen-Anhalt gebeten. Das Ergebnis habe ich vor einiger Zeit Frau Neumann-Becker mal kopiert gegeben, denn der Generalstaatsanwalt sagt, dieses Urteil war noch nicht hinreichend von Willkür geprägt. Meine Worte, das können Sie nachlesen, genau wie es ist. Jedenfalls, und das ist natürlich eine weitere offene Wunde unter rechtsstaatlichen Bedingungen einer liberalen Demokratie, was nicht aufgearbeitet. Ich habe Wolfgang Tiefensee, ich habe zig Minister, andere Leute daraufhin angesprochen, gebeten, helft mir doch mal. Ich akzeptiere das nicht. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren, dass der neue Rechtsstaat, für den ich irgendwann in den Knast gegangen bin, weil ich wollte, dass eine echte Meinungsfreiheit, Pressefreiheit etc., mir dann diese Dinge mitteilt. Wie gesagt, das ist eine offene Wunde, ist nicht erledigt. Herzlichen Dank. Frau Zupke, Sie sind seit Mitte Juni in Ihrem Amt und wir haben Sie zu diesem Gespräch gebeten, weil das ja genau Ihr Thema ist, sich mit für diejenigen einzusetzen, die Opfer der SED-Diktatur geworden sind. Und ich möchte Sie als erstes fragen, Sie kennen das Buch, Sie haben es gelesen und Sie haben jetzt auch die Lesung von Lothar Rochau erlebt. Was ist Ihnen wichtig geworden als aus Ihrer Perspektive als Bundesbeauftragter an dieser Biografie, an diesem Schicksal? Ja, also zunächst einmal muss ich sagen, dass mich das Buch und Ihre Geschichte, ist mein Mikro an? Ja, sehr beeindruckt hat. Ich habe viele Namen gehört, die ich auch kenne und einige Assoziationen, also auch gerade Erfahrung mit der Kirche. Habe ich auch meine eigenen Erfahrungen, weil ich ja auf einem kirchlichen Gelände gelebt habe und der Pfarrer dort Direktor war und ich ja auch aktiv war. Aber lassen wir es beiseite, das war natürlich für mich auch nochmal, hat einiges zurückgeholt. Und Ihre Geschichte und auch das danach erleben, worüber Sie gerade sprachen, ist natürlich eine zentrale Erfahrung, die viele Opfer des SED-Regimes machen. Dass sie, auch wenn sie rehabilitiert werden, sowas hören oder eben nicht rehabilitiert werden, viele bis heute noch, weil eben sowas gesagt wird, ja, also weil die Haftakten gelesen werden wie heutige Haftakten, weil überhaupt Menschen oder Richter oder Menschen, die das zu begutachten haben, gar nicht verstehen, wie das gewesen ist oder die Leute, die in Jugendwerkhöfen gewesen sind, wo die Jugendhilfeakten so gelesen werden wie heutige Jugendhilfeakten. Und das ist natürlich etwas, womit man sich überhaupt nicht zufrieden geben kann, mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Implikationen. Und es sagt natürlich auch aus, wie wichtig es ist, der Aktenzugang. Ja, also das war natürlich für die persönliche Aufarbeitung ist es ganz, ganz wichtig, wie man in Ihrem Fall sieht. Und auch das Erzählen, ja, das Erzählen Ihrer Geschichte als Zeitzeuge. 150 Veranstaltungen haben Sie gemacht. Das Weitertragen in die nächste Generation, weil das hat ja,
also erstmal hat ja mehrere Implikationen, erstmal eben es in die Gesellschaft zu tragen und auch wie in Ihrem Fall, ich weiß ja aus Ihrem Buch, dass Ihr Sohn damals 7 Jahre alt gewesen ist und keiner dieser Kinder, die das in irgendeiner Form miterlebt haben, ob in Ihrem heftigen Fall oder auch in anderen Fällen, ist davon ganz unbeschadet geblieben. Und das ist natürlich auch etwas, womit wir uns heute auseinandersetzen müssen. Und auch das ist eine Gruppe, die auch gesellschaftlich überhaupt noch nicht in der Form wahrgenommen wird und worum auch viele Menschen kämpfen. Ich weiß von den Hohen Eckerinnen, die haben auch eine Gruppe dort, die vergessenen Kinder zum Beispiel, wo es auch um diese Themen geht. Also da ist natürlich ganz viel damit verbunden von den Thematiken, mit denen ich mich beschäftige in meinem neuen Amt. Herzlichen Dank, Frau Zupke. Ich würde gerne noch eine Frage hinterher schieben. Sie sind die Bundesopferbeauftragte. Wenn ich aber jetzt Lothar Rochau höre, der sagt, ich wollte nie ein Opfer sein, ich bin ein Täter des Wortes. Das ist gut protestantisch. Wir sind ja in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Da sind wir sozusagen auf dem Boden von Martin Luther und in seiner Tradition. Also ich bin ein Täter des Wortes. Ja, auch als Diakon, und es klang ja gerade auch der sozialdiakonische Aspekt dieser offenen Jugendarbeit an, was ja etwas war, was Sie dann auch später begleitet hat, als Sie wieder zurückgekommen sind nach Halle. Also zurück, Opfer. Ist Lothar Rochau ein Opfer oder ich höre oft, dass Betroffene sagen, ich will überhaupt kein Opfer sein, ich war kein Opfer. Wir sprechen dann von Betroffenen oder von Verfolgten, aber das Wort Opfer hat so eine Implikation. Wie gehen Sie damit um? Ja, das ist eine gern gestellte Frage, mit der ich mich auch immer wieder neu beschäftige. Und das hat auch natürlich so einen Beigeschmack von Opfer, von Schwachheit, von sowas. Und das möchte man nicht. Und trotzdem muss man ja sagen, ich will nicht sagen Definition, ich kenne jetzt keine Definition direkt, aber Opfer sein hat ja zunächst etwas mal mit Ohnmacht zu tun. Also ich bin per se ein Opfer, das bin ich einfach, wenn ich in einer Situation bin, in der ich Erfahrungen mache, die ich nicht will. So. Ich glaube, der Punkt ist, und da gibt es natürlich verschiedene Schattierungen und Abstufungen, ja, jemand, der ganz schlimme Sachen in Haft, im Jugendwerkhof, Zersetzung, was ich erlebt hat, der erlebt natürlich eine viel stärkere Ohnmacht. Und das macht ja auch was mit unserem Gehirn. Daher kommt ja auch das Trauma zum Beispiel. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Folge des Opferseins und der Ohnmacht. Aber natürlich, Lothar Rochau ist natürlich ein Mensch und er hat eine sehr starke Persönlichkeit. Die hat nicht jeder. Es kommt ja auch immer darauf an, auf welchen Menschen trifft die konkrete Erfahrung. Da geht es um Vorerfahrung, geht es um Resilienz. Auf jeden Menschen wirkt jede Erfahrung anders. Und ich glaube, das Entscheidende ist dann, sich nicht später es zu schaffen, sich nicht als Opfer zu fühlen. Ja, dass man... Und das schafft man dadurch, dass man etwas dagegen tun kann. Und umso mehr man dagegen tun kann, umso weniger ist man dann noch Opfer. Also wie lange bleibe ich Opfer? Was schaffe ich? Was kann ich tun? Und damit hat natürlich, und da schließt sich wieder der Kreis, auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen etwas zu tun. Nämlich, wenn wir auf die Rehabilitierung kommen, auf die Anerkennung der gesundheitlichen Folgeschäden und so weiter, wenn ich dort wieder ohnmächtig werde, weil ich wieder Erfahrungen mache, wo ich ungerecht behandelt werde, wo ich retraumatisiert werde, dann werde ich erneut zum Opfer gemacht. Und das kann für viele Menschen ein ganz, ganz schlimmer Teufelskreis sein. Und wie gesagt, Lothar Rochau hat nun eine extrem starke Persönlichkeit und kann damit gut umgehen. Das trifft ja leider aber nicht auf alle Menschen zu. Herzlichen Dank, Lothar Rochau. Sie haben in Ihrem Buch auch über Ihre Familie geschrieben und angedeutet. Und jetzt darauf nochmal diese Frage von Opfer sein zum Opfer fallen bezogen. Könnte es sein, dass es sozusagen auch wirklich verschiedene Betroffenheiten gibt? Also Sie waren in Haft, aber das betraf ja Ihre Familie, Ihre Bekannten, Ihre Freunde. Es waren ja viele davon betroffen, von dem, was Ihnen passiert war, mit der Sorge um Sie und der Unkenntnis über das, was vor Ihnen steht. Ja, so wie das in der DDR konzipiert war, so wie der Machtapparat seine Macht missbraucht hat, war natürlich klar, dass immer die Familie, früher sagte man die Sippe, irgendwo haften muss mit. Mein Vater beispielsweise, ich sag's mal
positiv ein sehr dynamisches Verhältnis zu meinem Vater. Mit 15, 16, wo ich mir die Haare blank wachsen lassen, kam dann so der erste Bruch. Der zweite Bruch kam dann natürlich einfach, wenn man politisch anfängt zu denken. Wir hatten unseren ersten Philosophiekreis, in den ich mit 17 Jahren reingerutscht bin. Da wird es dann natürlich schon interessant, wenn man dann auch mal sagt, man will auch mal Marx lesen, um zu verstehen, und dann sagt, oh, der sogenannte junge Marx ist ja ganz anders wie dann, und was ist denn da los gewesen mit Friedrich Engels und so weiter und so fort. Da wird es alles schwierig an der Stelle. Und wenn man dann noch irgendwo versucht, sich die Mao-Fibel von Mao Zedong zu besorgen und auch bekommt und mit der Mao-Fibel dann noch Gespräche führt, dann wird es natürlich ganz problematisch. Jedenfalls, ich hatte 16 Jahre keinen Kontakt zu meinem Vater. Der Kontakt ist erst dann wieder entstanden, 86, wo er im Westen kam. Willy Brandt hat sich damals sehr mit engagiert, dass die Familie in den Westen kam, weil mein Vater, ich bin verhaftet worden am 23. Juni und abends ging das schon über die Tagesschau. Am selben Abend. Und daraufhin wurde mein Vater zitiert, er sollte nächsten Morgen in der Parteiversammlung Position beziehen. Meine Mutter war eine sehr, sehr starke Frau. Ich hatte immer das Glück in meinem Leben, starke Frauen an meiner Seite zu haben. Und meine Mutter hat gesagt, wenn du das machst, das akzeptiere ich nicht, dich von den Jungen zu distanzieren. Wenn er kriminell geworden ist, dann ja. Aber politisch, der ist 30 Jahre alt, 31 Jahre alt, der muss wissen, was er macht. Ja. So, und daraufhin wurde mein Vater innerhalb kürzester Zeit von seiner Position als Referatsleiter, Rat des Kreises, ÖVW, örtliche Versorgungswirtschaft, gleichzeitig parteilich sehr engagiert, abberufen, ja, auf eine Art Hilfsarbeiterjob. Bekam seinen zweiten Herzinfarkt und dann hatte ich nur noch Angst, dass ich ihn nicht mehr sehe. Ich war ja ab Anfang 84 im Westen und hat noch knapp anderthalb Jahre gedauert, bis dann nach und nach eigene Familie, Familie meiner Frau, Familie der anderen, also 37 Leute, allein aus diesem engeren Kreis gen Westen kam, bis 86. Herzlichen Dank. Also das schildert ja sehr deutlich die Betroffenheit in einem größeren Umfeld von Ihnen, in Ihrer Verwandtschaft und natürlich auch unter Freunden könnte man das ja auch dann noch weiter erzählen. Deshalb möchte ich jetzt, wir kommen ja schon fast ans Ende unserer Veranstaltung, die Frage nochmal an Sie, Frau Zupp, richten. Sie haben zum 9. November Ihren ersten Bericht an den Deutschen Bundestag gegeben, der Bundestagspräsidentin übergeben und in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Können Sie sozusagen jetzt auch nochmal im Lichte unseres Gesprächs vielleicht uns noch einmal sagen, was ist Ihr sozusagen Ihr Schwerpunkt in diesem Ihrem ersten Bericht gewesen, sicherlich auch schon ein Stückchen Bestandsaufnahme der Themen, die Sie vorgefunden haben, aber ja auch Erwartungen, die Sie in die Politik, in die politische Auseinandersetzung oder Umsetzung formuliert haben? Ja, wie Sie schon sagen, also es war eine Bestandsaufnahme erstmal der meiner Tätigkeit der ersten 5 Monate und natürlich auch gleichzeitig eine Bestandsaufnahme der Dinge, die, wie Sie ja wissen als Landesbeauftragte, die letzten 30 Jahre ja schon auch getan wurden. Und da staunt man eben, dass so viele Jahrzehnte doch nach der Wiedervereinigung noch so viele Dinge im Argen liegen, obwohl schon so viel Gutes passiert ist. Wir haben die Rehabilitierungsmöglichkeiten und trotzdem, wie schon geschildert, gibt es noch so viele Dinge, die verbessert werden müssen für die, ich sag jetzt wieder, Opfer, ja, für die Menschen, die betroffen sind vom SED-Unrecht, die gesundheitlichen Folgeschäden, mit denen sich Leute wirklich Jahre rumschlagen und die nicht anerkannt werden, mit den Rehabilitierungen von Menschen, die im Jugendwerkhof waren. Es müssen die Rehabilitierungsgesetze nochmal angeguckt werden, eventuell angepasst werden. Es muss ein Härtefallfonds geben, denn nicht alle Menschen landen so auf den Füßen, wie zum Glück Herr Rochow, ja. Anderen Menschen geht es ganz anders, anderen betroffen vom SED-Unrecht. Und die geraten mitunter in soziale Notlagen, wo es dann Härtefallfonds geben muss, wo auch schnell und unbürokratisch geholfen werden muss. Die gibt es in 3 deutschen, ostdeutschen Bundesländern, aber die muss es eben bundesweit, muss es diesen Härtefallfonds geben. Ich könnte jetzt natürlich noch viel mehr Sachen nennen, aber
Das vielleicht erstmal dazu. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich würde eine Frage aber an dieser Stelle noch einmal nachsetzen. Und zwar, Frau Zupke, dieser erste Bericht mit den genannten Inhalten, welche Resonanz hat der gefunden? Wir wissen alle, die im Deutschen Bundestag, in der Bundespolitik wird gerade über eine neue Koalition verhandelt. Und in diese Zeit hinein haben Sie Ihren Bericht gegeben. Wie war die Resonanz? Sie sind ja beauftragt und gewählt vom Deutschen Bundestag. Ist es dort angekommen? Ja, ich kann das natürlich in Gänze noch nicht beurteilen. Also angekommen ist es auf jeden Fall physisch. Wie weit es mental angekommen ist, das wird die nächste Zeit zeigen. Wir haben, ich denke, da ist schon vieles auch mit eingeflossen in die Koalitionsverhandlungen. Ja, dafür ist es natürlich auch da. Ich bin Ombudsperson. Ich soll vermitteln, und das sehe ich als meinen Auftrag, zwischen den Anliegen der Opfer und der Bundespolitik. Dafür ist dieses Amt da. Und konkrete Resonanzen gibt es tatsächlich auch einige. Und dafür sieht man, wie gut es war, diesen Bericht zu diesem Zeitpunkt abzugeben, auch in dieser, also mit diesen dezidierten Schilderungen und Anliegen. Es kamen Rückfragen von Politikern, die ganz verwundert gesagt haben, Mensch, wie ist das mit den gesundheitlichen Begutachtungen? Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das so schlimm ist, ja. Und andere Dinge, die da konkrete Rückmeldungen waren, auch von der Bundestagspräsidentin, der ich den Bericht persönlich übergeben habe, am Vortag, am 8. November, mit der ich dann auch ins Gespräch eben zu diesem Thema kam. Und da merkt man natürlich, da muss vielleicht auch noch viel Aufklärungsarbeit sein, dass man eine Chance hat, dass man das Thema nach vorne bringen kann, damit letzten Endes dann den Menschen auch besser geholfen werden kann. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, Frau Zupke. Und als Landesbeauftragte bin ich natürlich dazu auch gerne weiter mit Ihnen im Gespräch. Wir sind im Gespräch miteinander, weil wir natürlich in Sachsen-Anhalt eine ganze Reihe, viele tausend Betroffene haben, die sich immer noch darum mühen, wirklich Anerkennung zu finden. Das war ja auch ein Stichwort jetzt gerade noch mal im Gespräch mit Ihnen, Herr Rocher. Diese große Bedeutung auch von gesellschaftlicher Anerkennung dessen, was erlebt und erlitten worden ist. Und würde ich jetzt gerne an Sie noch mal die Schlussfrage stellen. Und zwar, Sie haben das sehr stark betont, dieses politische Engagement in Ihrer Zeit als Jugenddiakon, im Blick auf die Welt, für den Frieden, für Umweltfragen, was ja in Halle-Neustadt im Chemiedreieck ja eine unglaublich wichtige Rolle gespielt hat. Und der Kreis hat sich dann später quasi geschlossen, als Sie in Halle Jugendamtsleiter wurden und wieder weltoffen und weitsichtig mit Jugendlichen arbeiten mussten. Herr Rochau, und jetzt sind Sie unterwegs als Zeitzeuge und berichten sozusagen über diese verschiedenen Etappen Ihres deutsch-deutschen Lebens, so heißt ja auch das Buch. Wie würden Sie aus Ihrer Sicht so die Klammer für Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft für diese Themen, wo es ja immer um Gerechtigkeit auch geht und um Gestaltung der Welt, wie würden Sie diese Klammer für sich beschreiben? Wieder festgestellt, dass der Westen von Deutschland jetzt so langsam 30 Jahre danach begreift, dass wir eine neue Idee brauchen. Eine neue Idee von dem, was eigentlich Deutschland sein wird. Weil dieses Ostdeutschland macht ja nicht nur Sorgen, AfD etc. Und es bringt ja unheimlich viel ein. Es bringt eine gelungene friedliche Revolution ein, beispielsweise. Es bringt ein ganz anders geartetes Engagement, Bürgerengagement ein, andere Sachen. Und diese neue Idee, an der möchte ich einfach mitarbeiten, weil wir einfach eine neue Vision für dieses Deutschland brauchen. Wir zerfleischen uns im Moment in diesem Deutschland und spalten uns immer mehr. Und das akzeptiere ich nicht. Und deshalb ist gut einerseits der Blick ganz weit weg, nämlich nach Tansania, da wo meine Stiftung ist, da wo ich Freunde habe. Und andererseits der Blick ganz nah,
Berlin, Halle, Leipzig, München, was immer es ist. Das ist der gute Ausgleich. Sehr herzlichen Dank an Lothar Rochau für die Vorstellung seines Buches Marathon mit Mauern. Ich halte es noch einmal in die Kamera. 2021 erschienen im Mitteldeutschen Verlag. Herzlichen Dank für Ihr Zeitzeugnis, das Sie auch in Gedenkstätten und in Schulen geben. Und jetzt hier auf dem Kanal der Staatskanzlei heute Abend bei dieser Veranstaltung. Und einen ganz herzlichen Dank an Frau Zupke, dass Sie uns zum Gespräch zur Verfügung gestanden haben, noch einmal eingestiegen sind in das Nachdenken über den Marathon mit Mauern, aber auch überhaupt über die Situation der SED-Verfolgten in unserem Land und der Arbeit an der Verbesserung ihrer Situation. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass wir zu Gast sein durften hier in der Landesvertretung des Landes Sachsen-Anhalt. Und verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen guten Abend. Danke.